Moin in die Runde, da ist er, der Bauer aus dem Mark. Ich wollte eigentlich ein Video machen über Kraniche und Gänse im Naturschutzgebiet, aber da sind keine. Nee, die sitzen hier beim Bauern auf der grünen Wiese oder auf dem Maisstoppel. Man hört sie vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen rumtrakehlen da. Und naja, dann war ja eigentlich war ja ein Gespräch vom Hühnerwestenverkäufer, der hat geladen zu einem Gespräch über die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland. Einer, der kein Fleisch isst, will uns verschreiben, dass wir weniger Fleisch essen oder ja keins mehr essen sollen. Ich bin dafür. Kann ja gut kommen. Nächstes Jahr habe ich bestimmt schlechte Teile. Der Roggen, wenn es ein feuchtes Jahr wird, er kriegt das erste verpilzte Brot, darf er die erste Scheibe. Den kann, wenn er schön knusprig ist, den kann einer haben. Denn wollen ja diese, also er hat geladen zu einem runden Tischgespräch mit Verbänden. Da war aber kein Landwirt dabei. Wieso nicht? Wenn die über die Zukunft der Landwirtschaft sprechen und es ist kein Landwirt dabei, was ist denn das denn überhaupt für einen Sinn? Ja, sinnvoll kann es überhaupt nicht sein, ist ja von Grün. Und da war jedenfalls NABU, BUND, Greenpeace, WWF und ach, alle so eine Klimakleber und Tänzer, die waren denn da und wollten dann über die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft sprechen. Sag mal, habt ihr das noch nicht begriffen? Nachhaltigkeit der Landwirtschaft? Wir sind die, die nachhaltig arbeiten. Ihr nicht. Photovoltaik, was ist denn da nachhaltig? Da stellst du eine Fläche zu, da kannst du nichts ernten, da wächst nichts mehr, da ist keine Biodiversität, also in Form von Insekten und Vögeln. Und denn, das ist nachhaltig? Sag mal, hackt das oder was? Das nächste ist denn, da schreit so einer rum, so ein Schauspieler, nach einem Präventivschlag der NATO. Schon wieder Krieg. Und immer wenn die Grünen dran sind, erst haben sie sie auf den Balkan geschickt, die Jungs. Dann haben sie sie in Afghanistan geschickt. Da sind dann fast 60 Leute gefallen. Man sprach ja erst immer noch von, sind gestorben? Nee, die sind gefallen. Und für was? Für die Freiheit Deutschlands am Hindukusch. Na hallo. Sag mal, wie kann man sich sowas aus den Fingern saugen? So, und jetzt schwere Waffen. Immer noch mehr schwere Waffen. Das ist aber nicht nur grün. Die ganze Bundesregierung, die ganze Ampel, die schreien da alle nach. Sitzt doch den Langhaarigen da in so einem Panzer und dann soll er da hinfahren. Am besten mit Überführungsschild. Das muss man ja dann bei der Überführung noch auf der Straße dran haben, sonst geht es ja nicht. Und lassen da hinfahren. Dann kann er mal üben. Ja, soll er mal sehen, wie das los ist. Und dann habe ich noch eine Bitte an die Niedersachsen. Ja, ihr habt ja Wahl am 9. Also ich hoffe doch, dass sehr viele Niedersachsen zur Wahl gehen. Denn die Wahlbeteiligung bestimmt das Wahlergebnis. Das war schon immer so. Wenn die Fanatiker alle an die Wahlurne gehen, kommt zum Beispiel so, wie sie jetzt da wieder in den Medien verbreitet haben, 16% dieser grünen Sippe raus. Nee, wenn alle Niedersachsen mal am Sonntag bequem sind, nach dem Frühstück aufstehen, wählen gehen oder auch nach dem Mittag wählen gehen und mal eine Wahlbeteiligung so richtig in den Boden brennen von 80 oder 85 oder sogar 90% der Leute in Niedersachsen wählen gehen und mal richtig ihrer Meinung richtig Luft machen und dann ihr Kreuz darauf machen. Egal welche Farbe, nur nicht Giftgrün. Das würde schief gehen. Denn ihr seht ja, was sie bis jetzt angerichtet haben mit dem Wirtschaftswunder in Deutschland, mit der Energiepolitik und was nicht alles. Und dieser scheiß Kriegspolitik. Das sind die von der grünen Sekte. Also, ich rufe euch auf, geht zur Wahl, zeigt uns, dass man das auch anders machen kann. Der Bauer aus dem Markt.